Und damit, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Life of a Medieval Engineer. Ich bin, wie ihr seht, nicht mehr im Tunnel. Ich bin jetzt wieder hier in unserem kleinen, hübschen Drei-Häuser-Kaff. Also, Dörfchen. Also, noch Einmannsiedlung. Also, wird auch bleiben so. Also, definitiv, es kommt uns mal jemand besuchen, dann eben nicht mehr. Ja, also der Sinn und Zweck, warum ich jetzt gerade eigentlich hier stehe, ist folgender. Ich habe einen Weg gefunden, dass wir die Steine irgendwie sinnvoll, zweckmäßig entsorgen können. Und zwar hier in unserem guten Karbuftelsteinchen, habe ich jetzt schon gemacht. Wir haben jetzt 6 Tage und 9 Stunden und 18 Minuten und 10 Sekunden. Genau auf den Punkt. Ne, Quatsch. Aber das ist ein Ort, um die Steine loszuwerden, weil dafür schützt der Stein ja und bleibt ja auch bestehen. Und wenn wir halt in dem Stein keinen Platz mehr haben, weil die Zeit erstmal runterlaufen muss, setzen wir einfach zwischendurch ein paar neue, wie zum Beispiel an die. Ist das beschädigt oder ist das so? Ne, das ist so. Okay. Dann setzen wir unterwegs einfach ein paar neue und ja, dann haben wir wieder Platz, um irgendwelche Steine zu entsorgen, die beim Tunnelbau anfallen. Warum ich jetzt eigentlich hier bin, ist, weil ich länger schon ein bisschen drüber nachgedacht habe, mal wieder, wir müssen ja mal wieder Feldwirtschaft betreiben. Und ich habe jetzt mal schon ein bisschen rumprobiert und schon mal rumgetestet. Ich habe da jetzt mal was gebaut, weil ihr kennt ja unser altes Feld noch hier, was wir hier hinter der Dings, also größer soll die ja quasi vielleicht noch 2, 4, 3 Blöcke rein, 3 Blöcke rein, 3, 2, 1, deutsches Rare. 3 Blockreihen noch dran und dann, oder vielleicht ein paar mehr. Also quasi fast bis hier ran. So, und da habe ich mir jetzt hier schon mal eine kleine Saatmaschine einfallen lassen, beziehungsweise irgendwas Mechanisches auf jeden Fall. Ist der an oder ist der? Der ist aus. Okay. Und ich habe das jetzt mal so geschichtet, dass hier der Flug, hier der Harvester und hier der Seeder dran ist. Hier ist sogar noch Stuff drin in dem Seeder. Und ich hatte jetzt eigentlich vor, dass ich auf jede Seite mindestens 3 kriege, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ja, mal gucken, wie sich das dann mit dem Gewicht ausgeht. Auf jeden Fall, die hatte ich ja noch vom letzten Mal. Was dreht sich? Achso, okay. Das habe ich dort jetzt schon quasi fast auseinandergenommen. Das werden wir dann bestimmt auch noch komplett auseinandernehmen, weil ich muss die Mod und ein paar andere Mods habe ich auch schon mal entfernt, weil die Mod ist wohl auch verbuggt, die Wagon Wheels. Die Haystack, glaube ich, so die Wagon Wheels Mod, die ist ein bisschen verbuggt und deswegen hatte ich wahrscheinlich öfters mal Probleme hier. Und ich musste noch die Medieval Ceilings rausschmeißen. Weil die war aber auch, da war wohl ein Teil verbuggt, aber solange wie man es nicht verbaut, ist dann doch eben alles gut. Jetzt habe ich hier die normalen Geländer, sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier, weil ich war es eigentlich anders gewohnt. Ich habe mich erst erschrocken, dass hier alles weg war. Aber weil ich jetzt zu Potte kommen muss, weil ich habe nicht wirklich viel Zeit, ich muss dann auch gleich nochmal weg. Machen wir jetzt mal, ich muss jetzt gerade mal gucken, was wir alles für dieses Zeug zum Ernten brauchen. Also hier sind es schon mal 16 und eine große Kiste. Hier sind es nochmal 60, oh je, das wird eng. Und noch eine große Kiste. Okay, was brauchen wir für eine große Kiste? Ja, und nochmal 4. Okay, ich habe jetzt mal noch ein bisschen Kupfer besorgt, weil ich hatte ja eben dieses Metallkomponenten-Gedöns-Problem. Deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen Kupfer besorgt. Also werden wir... Ich habe das auch schon crushed und halt schon mal in Metal-Parts verwandelt, damit ich euch das jetzt ersparen kann. So, wir brauchen auf jeden Fall 2 große Kisten. Planken... Okay, da kriegen wir genau 2 große Kisten raus. Das war jetzt lol. Das war jetzt so nicht beabsichtigt. So, 2 große Kisten. Was brauchen wir dann für den Rest? Für den Harvester brauchen wir nochmal 10 Timber. Da ist der. Zack, für den Flug. 4 Timber. Und ein paar Äste. Und die habe ich jetzt gerade nicht. Toll. Das wird super vorbereitet, Dante. Echt klasse. Aber man kennt mich ja nicht anders mittlerweile. So, dann werden wir uns hier jetzt mal noch ein paar Timber schnappen und die sind hier auch schon recht mager. Nehmen wir lieber gleich noch ein bisschen mehr mit. Und ein paar Stiggis brauche ich. Dann nehme ich die jetzt mal vom Zug hier mit. Ich habe unterwegs ein bisschen gesammelt. Auf dem Rückweg. Ich habe eigentlich gedacht, gut, du könntest jetzt eigentlich mit dem Tunnel weitermachen. Dann fiel mir aber dieser Claim-Stein ein. Dann habe ich gedacht, naja gut, das könnte man ja mal testen. Und tatsächlich, ich habe glaube ich von oben 2 Stockpiles mitgenommen und die sind gleich alle draufgegangen. Also... gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Halt, was bin ich denn an der Schmiede? Bin ich denn total? Ich muss doch hier hin. So, also Stiggies rein. Du brauchst jetzt noch Timber. Zack. So, dann haben wir die 2. Und jetzt brauchen wir noch den Cedar. Und dafür bräuchten wir nochmal Metal Parts und nochmal 10 Timber. So, dann hätten wir das jetzt auf beiden Seiten zumindest schon mal. Wo packe ich mir die jetzt mal schnell hin? Wartet. Also es kann sein, dass die Folge mal ein bisschen kürzer wird wie alles andere. Boing, du wirst erstmal rot im Gesicht. Boing, noch roter im Gesicht. Und nochmal rot im Gesicht. So.
Okay, Anfang tun wir wie immer mit dem Flug. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine andere Idee habt, wie man die Anordnung machen könnte, teilt mir das ruhig mit. Ich bin quasi offen für alles. Ich nehme das auch gerne an, wenn ihr jetzt eine andere Idee habt, wie man das jetzt anordnen könnte hier. Hoppala. So, der ist falsch rum. So, ist richtig rum. Sollte ich vielleicht noch eins weggehen hier? Ich glaube, ich tue das drüben dann auch nochmal ändern. Ich gehe einfach nochmal eins weg hier. So, wir haben das jetzt da drüben gemacht. Haha, schon wieder vergessen. Hehe. Aber da könnte man das eigentlich gleich nochmal ändern, weil wenn, dann machen wir es gleichmäßig. Ansonsten nicht, dass wir dann noch mit dem Gewicht in fiese Matenten kommen hier. Obwohl es dann passieren kann, dass der Harvester das vielleicht nicht mehr einsammelt. Aber na gut, das glaube ich jetzt eigentlich weniger. Dass das jetzt so ein Problem bereitet. So, da kann ich den nämlich auch wegnehmen hier. Und dann machen wir den. Jetzt habe ich die Timber hier vergessen. Hauptsache, ich habe noch. Ja, toll. Ich habe. Ne, 10 Timber habe ich noch. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Und wenn nicht, könnte ich ja das Kart da drüben abbauen. So, was war denn das jetzt für eine Länge? Ich glaube, eine Achterlänge war das. Ja, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. War es jetzt eine Achterlänge? Gut. Das haben wir schon mal richtig gemacht. So. Her damit. Okay, dann hatte ich jetzt den Flug zuerst. Genau. Dahinter quasi. Also ich weiß nicht, warum ich den Harvester nicht auf eine Höhe wie den Flug setzen kann. Wenn ich den jetzt hier runtersetzen will, wird er halt. Nee, hoi, jetzt geht's. Okay, cool. Dann machen wir es doch so. Der glitscht jetzt zwar ein bisschen in den Flug mit rein, das ist jetzt aber nicht so schlimm. Wähähä. Gibt ja Schlimmeres. Aber warte mal, da könnte ich jetzt mal was anderes probieren. Und zwar. Ich nehme den jetzt nochmal weg. Wenn das jetzt doch geht. Dann kann ich das ja probieren. Vorhin hatte ich das Problem, dass das hier an der Schiene angeschlagen ist. Aber ich glaube, da muss ich den Flug jetzt auch nochmal abmachen. Ach, es passt wieder alles heute. Es soll schnell gehen und dann dauert es doch länger. So, warte mal. Ich brauche jetzt nochmal so ein Timber. Zack. Und das beißt sich jetzt nämlich auch nicht. Das ist sehr gut. So, dann nochmal den Flug. Zack. Und den Harvester. Und wenn ich den jetzt doch hier unten dran kriege. Genau, dann mache ich das nämlich. Dann mache ich das nämlich so, weil dann sieht das nicht ganz so glitschig aus. Dann passt das nämlich auch besser. Und den Seeder kann ich ja direkt hier hinten dran setzen. Hä, wieso ist mein Flug jetzt. Achso, weil ich den Flug drüben schon dran habe. Alles klar. So. Kann ich den eventuell noch ein Stück tiefer setzen? Weil irgendwie sieht mir das aus, als ob der zu hoch wäre. Nee. Doch. Bringt das was, wenn ich den tiefer setze? Oder spielt das keine Rolle? Oder ist der jetzt schon quasi auf der richtigen Höhe? Ja gut, ich warte mal auf eure Kommentare, was die Folge hier angeht. So, und dann könnten wir hier jetzt nämlich gleich mal noch so einen quasi Absperrriegel davor schieben. Ich meine, das würde zwar einer reichen, wir machen jetzt zwei. Das sieht identisch aus. So, das werden wir hier nämlich auch gleich machen. Zack. Und komme ich da ran? Ich glaube, den hätte ich vielleicht zuerst setzen sollen. So, gehen wir ein Stück weg. Und zack. So, dann hier nochmal den Harvester. Und da musste ich einen freilassen. Komm schon, ich stelle dich nicht an. So, das sieht jetzt komplett identisch aus. Okay, und noch einen Seeder. Wie gesagt, die anderen kommen dann auch noch nach. Wie gesagt, sagt mir mal Bescheid, ob das jetzt eine Rolle spielt, ob der höher oder niedriger sitzen muss. Weil das würde ich echt gern wissen, ob das irgendeine Rolle spielt. So, dann würde ich sagen, wir brauchen eben wieder mal Korn. Das können wir gleich mal anpflanzen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die auch gleich noch mit jetzt hier. Die können wir da drüben mit reinschmeißen. Flachs haben wir ehrlich gesagt erstmal genug. Ich kann euch gleich nachher nochmal zeigen, wie viel wir davon jetzt haben. So, vielleicht pflanzt ihr gleich noch was an auf der anderen Seite. Mit dem draufkommen muss ich mir hier noch was überlegen, wie ich das mache. Entweder baue ich mir hier irgendwas hin oder ich gehe auf die andere Seite drauf. So, setz dich mal hin, Kollege. Und Testlauf Nummer. Halt, ich habe vergessen, den Flug anzumachen. Nein, verdammt. Also, jetzt nur auf der linken Seite. Habe ich das gerade vergessen? Und plopp. Und plopp. Ah, komm schon. Ups. Ah. Kommt er ran? Ja, er kommt ran. So, also theoretisch hätte ich auch einen Bogey nehmen können und hätte den bloß ziehen brauchen. Aber das wäre, glaube ich, nicht so spannend gewesen wie das jetzt hier. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie ich hier, ob ich hier irgendwie die Geschwindigkeit beachten muss, aber es läuft eigentlich. Okay, hier hakelt es ein bisschen. Ich glaube, hier drüben ist das Terrain ein bisschen höher. Ja. Definitiv. Okay, dann werden wir das mit Landscape-Sticks mit Landscapes anpassen müssen. Weil ich glaube, dass es. Ja, es ist auf der Seite ein bisschen höher.
Komme ich jetzt nochmal? Ne, jetzt komme ich schon nicht mehr vorwärts. Okay. Oder ich hänge die Dinger einfach höher. Aber dann kriege ich wieder so ein Ungleichgewicht rein. Gut, die Seite habe ich natürlich nicht getestet. Typisch. Ja gut, das ist jetzt aber kein Thema. Das ist jetzt kein Problem. Aber er pflanzt gut an, muss ich sagen. Ja, das sieht gut aus. Hat er jetzt beim Flachs beim ersten Test zwar nicht so gemacht, aber das kann man durchaus nehmen. Gut, dann mache ich jetzt, wenn das jetzt hier nicht so funktioniert, dann mache ich jetzt den Flug mal aus und fahre dann erstmal rückwärts und muss das dann doch wahrscheinlich erstmal alles auf eine Höhe bringen, weil ich glaube, das geht ein bisschen zur Straße hin hoch, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich könnte jetzt aber nochmal probieren, ob ich hier durchkomme. Ich habe den Flug ja ausgemacht. Ja, fängt hier schon an zu hageln. Oh, nee. Das hört sich schon sehr nach... Ich zerbrech gleich an. So. Und der Vorteil von dem sollte eigentlich sein, dass der Harvester alles kriegt. Also außer vorne vielleicht, dass wir das vielleicht mit der Hand einsammeln müssen. Es gäbe jetzt auch noch eine andere Variante. Ich habe das bei Dargoline auf dem Spiel gesehen, dass sie quasi so ums Haus so eine Schienenkurve gezogen hat. Fand ich jetzt auch nice, aber ich gebe mich jetzt damit zufrieden, weil wenn wir jetzt insgesamt nochmal, wenn wir jetzt hier auf die Seite nochmal mindestens einen oder sogar noch einen dran kriegen, auf die andere Seite dann auch drei, sodass wir quasi sechs Sämaschinen, sechs Ernte- und sechs Flugmaschinen haben. Ich glaube, das sollte reichen. Also, und zur Not, falls wir da vorne wirklich nicht alles kriegen, kann man ja hier immer noch einen Harvester ganz vorne dran knallen. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Gut, dass das jetzt so ungleichmäßig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also zumindest auf der Seite hier. Naja, doch, man hätte es eigentlich... Ich hätte es eigentlich sehen müssen, sage ich mal so. Ich hätte es sehen müssen. Aber okay, dann nehme ich mir einfach... ich glaube, das Feld hier hinten, das müsste der tiefste Punkt sein. Oder ich gucke einfach mal, wie weit das geht. Ich könnte ja zum Beispiel... Warte mal, habe ich noch Stuff für nochmal drei solche Maschinen? Dann könnten wir das nämlich gleich nochmal auf der anderen Seite testen. Ich weiß, das hätte ich jetzt alles schon vorbereiten können. Blablabla. Mir fehlen Bretter. Mist. Okay, dann machen wir mal schnell Bretter. Ganz schnell. Also machen brauche ich sie ja nicht. Ich habe sie ja noch. Ich habe sie bloß nicht in der Tasche. So, und Timber müsste ich auch gleich nochmal mitnehmen. Ja, doch, die 40 Planken. Doch, die 40 Planken müssten eigentlich reichen. Die nehmen wir jetzt mal mit. Könnt jetzt auch die runden Timber nehmen, aber nö, warum? So, gucken wir mal. Ich brauche wieder mal zwei große Kisten erstmal. Das da. Ach, und dafür brauchte ich die Planken. Okay. Eins, zwei. Nein, drin lassen bitte. So, dann machen wir einmal den hier. Ja, und jetzt reichen die Metal Ports nicht mehr. Ach man. So, dann nehmen wir nochmal 50. Ich weiß nicht, ob... Naja, ich glaube, nee, ich nehme doch gleich mal noch welche mit. So, jetzt haben wir auch schon mal genug. Das müsste jetzt definitiv reichen. Einmal die hier. Und dann gleich den Plow einmal. Dankeschön. Und den Cedar. Was brauche ich jetzt für den Cedar noch? Nochmal Metal Ports. Und Timber. 4 reichen? Nein. Okay. Die 6 nehme ich mit. Und eine Sämaschine bitte. Dankeschön. So, dann haben wir das Ganze jetzt nochmal. Und dann gucken wir gleich mal auf die andere Seite. Ich glaube, dann nehme ich das einfach dann von da drüben raus. So schlimm ist das ja jetzt nicht. So, den Flug. Zuerst. Zack. Ich hoffe bloß, der Flug macht jetzt meinen Flachs hier nicht weg. Wenn nicht, ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben genug Flachs. Das haben wir definitiv, aber schade wäre es halt trotzdem schon. Okay, hier hin. Und hier den Cedar dran. So. Wir könnten ja theoretisch, also ich weiß jetzt nicht, was der Flug wirklich für eine Range hat, das weiß ich nicht. Aber wisst ihr was, wir machen das jetzt einfach mal so. Machen wir halt ein Mixfeld für den Test. So, ich guck mal, was hier drüben noch drin ist. Hier drinnen dürfte jetzt eigentlich bloß noch Kohl drin sein. Ich lasse hier mal sicherheitshalber mal zwei drin. Falls er doch noch anfängt, da drüben zu flügen und zu farmen sehen. Ach ne, kann er ja gar nicht, weil er hat den ja nicht anschalten. Beziehungsweise gut, soweit wie der Flug gekommen ist, kann er es ja machen.
So, dann tun wir den Flug hier einschalten. Das ist, glaube ich, das, was man nicht mechanisieren kann, den Flug einschalten. Das muss man, glaube ich, immer noch selber machen. So, dann gucken wir jetzt mal, wie weit wir jetzt kommen. Beziehungsweise, wie das funktioniert hier. So, ich gucke mal extra. Ja, wir gucken jetzt mal so. Es sieht fast so aus, als wäre das hier schon zu. Nee, es geht. Okay, und er nimmt auch Gott sei Dank nicht. Ah. Aber ich glaube, da drüben hängt schon die Geschichte insgesamt. Ja. Da kommt der Flug zu tief. Okay, da muss ich das definitiv doch ausbessern. Ach, Kacke. Aber das ist nur dieser Hügel hier, oder? Das ist nur dieser kleine Hügel hier. Das Blöde ist bloß, ich muss das wirklich mit den Landscape-Sticks machen, weil ansonsten mache ich mir den ganzen Boden kaputt hier. Das ist jetzt doof. Aber es ist jetzt halt so. Ach, shitty. Okay. Gut, dann steigen wir ab, machen den Flug wieder aus. Zack. Aber ich muss sagen, es hält recht stabil. Kann ich das jetzt so zurückschieben? Ja. Guck mal. Hat er jetzt hier schon was gepflanzt? Nö. Nee. Gut, hat er nicht. So, fahren wir zurück. Finde ich jetzt persönlich nicht schlecht und das nimmt das Feld auch nicht mehr so viel Platz weg. Ehrlich gesagt, weil das ist sparsames Anpflanzen auf viel Platz. Also, beziehungsweise kann man jetzt einfach sagen, weil der Seeder macht ja eigentlich zwei Reihen pro Gang. Und hier müsste theoretisch, also ich glaube, wir werden doch einen Harvester vorne dran klatschen müssen. Aber dann ist der in der Mitte eigentlich fast überflüssig. Da könnte ich den Plow, den Seeder und den Harvester generell vorne dran machen. Weil dann könnte man dann auch gleich. Das ist doch die Idee eigentlich, oder? Wartet mal, wenn ich das jetzt so mache, dass ich den Harvester hier vorne dran pappe. So, genau auf der Höhe jetzt. Aber kriegt er dann die ersten Pflanzen? Das ist jetzt die Frage, oder? Kriegt er dann die ersten? Hm. Nee, ich glaube definitiv nicht. Okay. Gut, wie gesagt, zur Not kann ich dann immer noch vorne einen dran machen. Wir lassen das jetzt erstmal so. Also ich lasse das jetzt erstmal so. Ihr dürft mir ruhig sagen, was ihr davon haltet. Und dann muss ich das dann doch nochmal, wenn das jetzt gewachsen ist, muss ich das dann mal ausbessern. Oh, sogar recht nah nebeneinander gepflanzt hier. Aber das ist eine gute Range, muss ich sagen, weil der Flug nimmt jetzt wirklich nichts weg. Das ist schon mal sehr geil. Und er fliegt doch dementsprechend. Okay, dann werde ich das versuchen, bis zur nächsten Folge gefixt zu haben. Jetzt sind wir zwar erst bei 18 Minuten, aber gut, in der Zeit können wir eigentlich mal das Wägelchen noch auseinandernehmen. Mal gucken, was wir sonst noch so machen können. Ansonsten machen wir heute mal ein bisschen Einrichtung. Davor habe ich mich ja eigentlich schon die ganze Zeit gedrückt, weil einrichten ist nicht so meins. Das ist wirklich nicht so meins. Aber dass die Schmiede mal im Prinzip quasi komplett fertig wird, können wir es dann auch mal ein bisschen einrichten. Ich hoffe, ich komme nicht vom Hundertsten ins Tausendstel. Dass ich das wenigstens mal beibehalte. So. Ja, du bleibst schön hier. Dann hat die Kiste nämlich ausgedient. Und da können wir dann quasi auch hier, weil das Haus wollte ich ja eh nochmal versetzen, beziehungsweise den Bauplatz hier. Mal gucken, was ich dann hier draus mache. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Bin ich mir noch nicht einig, was ich daraus mache. So. Kann man so mitnehmen. Den können wir auch mit so nehmen. Und so kriegt man wenigstens gleich ein bisschen neues Baumaterial. So. Oh, komischer Aufbau ist es gewesen, stelle ich gerade fest. Das konnte ja nicht funktionieren. So. Auch bei dem, was da gerade. Wir könnten mal versuchen, einen Kronleuchter für die Schmiede, zumindest für die, für das Schlafzimmer oben. Oh ja, komm, das probieren wir jetzt. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Ich habe das schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob wir wenigstens so eine Art. Oh, Flachs. Ob wir so einen Kronleuchter hinkriegen. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Das kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Aber ich habe ja noch die. Also hoch komme ich auf jeden Fall. Das sieht echt so komisch aus. Die Ecke sieht so leer aus hier, wenn ich hier hochkomme. Das ist echt der Hammer. Total krass. So, ich habe hier auch schon mal ein bisschen fleißig versucht. Ich habe es versucht auszuleuchten. Ich kann nur mal das Fenster aufmachen, da kommt aber auch nicht viel mehr Licht rein. Aber können wir mal auslüften hier. Dieser leere Raum mief mal raus hier. Raus da. So, hier ist wie gesagt die Abstellkammer. Nö, sogar auch schon mit einem Lämpchen. Das Fenster lassen wir zu, hier drin stinkt's. So.
Erstmal Luft rein in die Hütte. Ach so, stimmt. Das wollten wir ja auch noch machen. So, und hier kann eigentlich immer das Fenster aufbleiben. Aber Tür zu. So, genau. Dann könnten wir nämlich hier mal probieren, ob wir das irgendwie. Warte mal, wie mache ich das? Ziehe ich da oben jetzt einen Balken lang und hänge den da dran? Das könnte man theoretisch. Wie, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel Timber habe ich überhaupt noch. Ich habe 20, 30, 33. Okay, das könnte gerade so reichen. Das könnte gerade so reichen. Und das ist für euch nicht zu dunkel wird, solange wie hier noch kein Licht drin ist. Ah, habe ich natürlich keine Fackel in der Leiste. Und ich glaube auch keine in der Tasche. Ja, aber jetzt habe ich dafür eine. So. Zack. Nee, die war doch schon an. Dussel. So. Furchtbar. Okay, dann machen wir den erstmal wieder ganz lang. Und schrauben den mal so weit weg, wie es geht. Und ja, ich weiß, ich muss mich dazu irgendwie positionieren. Ah, jetzt kriege ich den nicht mittig platziert, oder? Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Machen wir einen doppelten. Ja, und höher komme ich auch, glaube ich, nicht. Ne. Höher komme ich nicht. Höher komme ich nicht. Ach gut, dann machen wir einen doppelten. Dann hängt er zwar nicht ganz in der Mitte, aber ja, damit kann man jetzt leben. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist das jetzt dieselbe Höhe hier? Nee. Das ist dieselbe Höhe. Zack. Und zack. So, und da würde ich jetzt sagen, wir versuchen dort jetzt mal sowas wie einen Kronleuchter anzusnippen. Wo ist denn jetzt ungefähr die Mitte? Die Mitte ist ungefähr da, wo mein Cursor jetzt ist. Nee. Was willst denn du? Mach das jetzt. Spinner. Ach, das ist doof. Dass das nicht in die Mitte geht, ist doof. Finde ich jetzt blöd. Warte mal, ich habe doch noch runde Timber einstecken, oder? Da fällt das vielleicht nicht ganz so auf. Nein, ich habe keine runden Timber. Verdammt. Scheibenkleister. Kleisterscheiben. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Erstmal kurz richtig hinsetzen. So. Also ich bräuchte ja wenigstens schon mal so eine Art Mittelpunkt. Und zwar. Ja gut, dann machen wir es jetzt halt mit dem Eckigen. Ich setze da jetzt mal einen Timber, der dann da bleibt. Und dann brauche ich auch noch einen. So, ich messe das jetzt bloß mal aus, wo der Timber hier unten hin muss. Der müsste dahin. So, der kann wieder weg. Und der kann auch wieder weg. So, dann setzen wir hier jetzt mal einen vollen Timber drauf. Kommt das schon ungefähr? Ja. Haben wir den in der Höhe hängen lassen? Ich würde sagen, ja. Gut. Das ist eine super Höhe. Ich muss jetzt mal kurz übers Mikro schielen. So, die Treppe. Die gute Shipleiter. Das jude Ding. So, ich muss jetzt aber aufpassen, dass ich nicht so nah rankomme, weil sonst kann ich den nicht bauen. So, das müsste eigentlich ganz gut passen. So, wie war das jetzt? Kronleuchter. Oh Gott, das ist echt so lange her. Obwohl eigentlich ein bisschen höher könnte er noch, oder? Eigentlich ein bisschen höher könnte er noch. Wenn ich jetzt sage. Ja, komm, lass mal hier oben hängen, nicht, dass er dann irgendwie kein Licht macht oder so. Das wäre ja auch doof. Weil hier komme ich auch wenigstens noch ran, ohne zu beschießen. So, ein Kronleuchter. Ach du Scheiße. Wie lange ist denn das her? Wie sieht denn so ein Ding aus? Ach ja, ganz wichtig. Zuerst muss ja mal das Teil dran. Damit man sich daran orientieren kann. Das brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Ah, komm, setz dich mal da oben drauf. So, genau. Und du kommst da dran. Zack. Und theoretisch könnten wir das jetzt schon mit einem Seil verbinden. Ich will das aber jetzt noch erstmal noch lassen. Ah, wie hat ein Muffy den damals gebaut? Ich weiß es echt nicht mehr. Ist echt schon zu lange her. Der würde jetzt. Ja, doch, der hat eine angenehme Höhe. Da baumelt er mir wenigstens nicht im Gesicht rum.
Aber irgendwie ist die Leiter gerade ziemlich niedrig. Kann das sein? Wartet mal. Ich muss das mal kurz ändern hier. Die kommt die jetzt zu hoch? Ich glaube, die kommt jetzt fast zu hoch. Hä? Och, da hänge ich ja schon fast an der Decke hier. Und hoch komme ich oben bis nicht. Okay. Nee, das wird nicht. Die können wir auch nicht nehmen. Eigentlich könnte ich den auch von hier unten bauen. Ich brauche die Leiter dann ja bloß, wenn ich den oben dran machen will. Oder ich mache das Seil. Kann ich das Seil schon dran machen? Wir gucken einfach mal. So, ich mache jetzt mal das Seil. Die brauchen wir ja nicht mehr. Dann setze ich mir nochmal meine Leiter. Meine Leiter. Ja, die kommt auch nicht viel höher, aber das macht nichts. So, einmal da und einmal da und schon haben wir unseren Strick dran. So, wie bauen wir den jetzt auf? Mache ich jetzt ein normales Kreuz? Ich würde sagen, ich mache jetzt einen stinknormalen Kreuz. Kreuz. So, machen wir 3. Und 3. Das kann ich auch von unten machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Zack. 3. So. Und damit es ein bisschen wenigstens noch Kronleuchter aussieht, habe ich ja noch die hier. Da kann man das jetzt zum Beispiel noch. Dann ist er oben zwar gerade, aber das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. So. Achso. Also ich möchte wenigstens schon dort anschnippen. So. Das dürfte ja theoretisch nicht stören, weil die sich hier oben mit dem verbinden müssten, normalerweise. Dürfte das jetzt nicht ins Gewicht fallen. Weil eigentlich snippe ich die ja da oben dran. Aber ich glaube, eigentlich sieht ein Kronleuchter so von oben aus. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, verkehrt rumgebaut. Ach ja, okay. Ja, komm, das ist mein erster. Seht's mir nach. So, und jetzt eigentlich nur noch Fackeln dran, oder? Fackeln. Wo habe ich die Fackeln? Wo habe ich die Fackeln? Wo habe ich die Fackeln? Da. So, die Leiter kann jetzt weg. Kriege ich die jetzt gleich hier dran? Ah, ich stehe zu nah dran. Zack. Und zack. Also solange wir Licht spendet, möchte das eigentlich gehen. Hey, dreh dich. Du Sau, du. So, kriege ich die jetzt an? Och, die kriege ich von hier sogar an. Alter, ist das hell. Jo, da hätten glaube ich auch 2 gereicht. Boah. Ich glaube, ich sollte auch mal nach neuen Lichtelementen gucken, ob da was geht. So, wenn ich das jetzt wegnehme. Da könnte ich jetzt theoretisch auch baumeln, oder? Alter, das ist hell hier. So, die Automatic Torch habe ich jetzt auch mal rausgeschmissen, weil ehrlich gesagt habe ich die wirklich nicht genutzt. Also nicht wirklich genutzt, sage ich mal. Könnte der jetzt auch baumeln? Hey, ach warte mal, das kann ich ja ganz einfach testen. Jawohl, guck mal, der kann sogar baumeln. Das ist doch genial. Hört er jetzt auch wieder auf zu baumeln oder baumelt er jetzt die ganze Zeit rum? Ah, das ist doch cool. So, haben wir unseren Kronleuchter. Also wenigstens mal ein ordentliches Lichtelement in dem ganzen Haushalt hier. So. Ja, ich weiß, eigentlich hätte ich den, glaube ich, andersrum bauen müssen, dass die Spitze nach oben zuläuft und der so gerade nach unten ist. Aber ja, es ist, um Gottes Willen, es gibt echt Schlimmeres als das. Kriege ich jetzt hier noch den Ener rein oder muss ich jetzt echt... Zack. So. Und dann würde ich auch schon sagen, ich muss jetzt mal gerade kurz jemanden abwimmeln, der wird mich danach erwürgen. Ich würde sagen, mit diesem Kronleuchter, sagt ruhig mal, was ihr davon haltet. Ich weiß, es sieht scheppig aus, aber den werde ich bestimmt noch ein bisschen verzieren. Und wenn hier einfach nur noch ein paar Diagonaltimber reinkommen. Irgendwie machen wir das schon. Also ich finde den jetzt nicht so hässlich, sage ich so, wie es ist. Weil ich bin froh, dass der hängt. Aber eventuell werde ich den vielleicht nochmal umbauen. So, Tür zu, raus hier. Jetzt mal gucken, ob man das von außen sieht, wie hell das erleuchtet ist da oben. Das wird in der Nacht schweinehell sein da oben. Ach guck mal, die sieht man sogar durchs Fenster. Geil. So, und in diesem Sinne würde ich sagen,
In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch bei Live of a Medieval Engineer. Bis dann. Ciao, ciao.